So, und jetzt gucken wir mal auf den Dow Jones. Das ist der Monatschart und ich muss sagen, vom Monatschart gefällt er mir besser als der Nasdaq. Stabiler. Der hat in dem Jahr fast nichts gemacht. Ja, auf den kleinen Pfeil gehe ich gleich eben ein. Auf Monatssicht dreht sogar die 10-Monatslinie über die 20-Monatslinie. Da das allerdings eine Seitwärtsbewegung ist, gebe ich da nichts drauf. Dazu braucht man Trend. Wir sind noch immer gut hier im MACD unterwegs. Gibt es auch gerade eben. Der Monat ist noch nicht fertig, aber ich nehme das jetzt trotzdem mal hin. Gibt es auch gerade eben über die traditionelle Sichtweise sogar ein Kaufsignal. Wir sind hoch über den Oszillator, aber ohne irgendwie Signalwirkung. Also auf Monatssicht gefällt er mir ganz gut. Vor allen Dingen, weil wir jetzt hier mit der letzten Kerze, die wir gerade eben noch machen, und da haben wir noch ein paar Tage für, diese ganze Ebene hier überbietet. Das finde ich sinnvoll. Mittwoch ist die FED, wenn ich hier mal auf die Woche gehe. Mittwoch ist die FED, Donnerstag ist die EZB. Das kann doch das eine oder andere hier reißen. Ich glaube nicht, dass die FED was macht. Bei der EZB erwarte ich noch mal ein Viertel nach oben. Das ist so grob, was ich so denke. Das ist jetzt auf Wochensicht. Ja. Er hat sogar über dem oberen Band dem oberen Wochenband geschlossen. Das finde ich grundsätzlich echt in Ordnung. Seht ihr, dieses ganze Plateau hier ist komplett überboten, bis hier hinten hin. Das heißt, wir haben den höchsten Kurs seit, wann ist denn das hier? So 25.19.04.2022. Also auch um 52 Wochen hoch. Das ist meistens ein gutes Signal. Vom MACD her auch in Ordnung. Stochastik hoch, ohne Signalwirkung. Gilt als leicht überkauft, aber egal. Sieht in Ordnung aus. Unterstützung hier, ganz wichtig, ist dieser Bereich 32.584. Aber da sind wir jetzt schon mal eine ganze Ecke von entfernt. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. So. Hol ich noch ein bisschen näher ran, das ist zu nah. Hier sieht man wieder das überbotene Plateau. Das gefällt mir grundsätzlich gut. Was mir hier nicht gefällt, ist, wir haben hier einen Shooting Star. Die Farbe des Körpers ist egal beim Shooting Star. Ja, wir haben hochgemacht und saufen davon ab. Das kann weiß sein, das kann schwarz sein. Das ist eigentlich egal. Wir waren aus dem Band und gehen wieder rein. Ist nicht so toll. Die Bänder sind aufgegangen. Nicht besonders, aber sie sind aufgegangen und das untere dreht schon wieder. Nach meiner Theorie müsste jetzt ein Absinken, ein Ausatmen kommen bis zur 20-Tage-Linie. Was die Bänder angeht, kann man es auch hier ganz gut sehen. Gehen auch nicht dramatisch auf, ja, aber gehen auf. Hier auch. Hier dreht es. Ist der Tag, geht es erst mal ein bisschen runter. Hier auch so Richtung 20-Tage-Linie. Von der Technik MACD her auf Wochensicht ist es noch in Ordnung. Und der Oszillator gilt als hoch, aber ohne Verkaufssignal. Bisher nicht. Das heißt, das ist jetzt wichtig. Und deswegen habe ich jetzt auch, ich habe heute mal einen anderen Schein genommen. Dieser Punkt hier, das Hoch, ist wichtig. Das war bei 35.360. Und deswegen, dass wir merken, 35.360. So, das sind Scheine, die ich ausgewählt habe. Wenn, also nochmal, ich finde den Dow Jones stabiler, vermeintlich sicherer als den Nasdaq. Nasdaq erwarte ich eher ein deutlicheres Ausatmen. Und hier, das dürfte nicht allzu viel sein. Ja, vielleicht die 20-Tage-Linie. Ja, da sind wir bei 900 Punkten. Ich habe hier einen 33.440er. Damit sind wir 33.440er unterhalb des Bandes, unterhalb von diesem Support-Niveau hier. Also die kaufe ich nicht jetzt gleich. Ja, könnte ich machen, wenn wir hier drüber gehen. Aber das ist einer für die Watchlist. Den schaue ich mir an, wenn wir hier irgendwo in diesem Bereich sind oder um die 20-Tage-Linie. Ich bin sogar noch tiefer gegangen. 32.431. Dann sind wir unter diesem Zwischentief hier. Was wir hatten, wann war das? Am 1.6. Ich habe mit vielen Leuten von euch gesprochen, mal irgendwo auf Messen oder weil ich telefoniert habe oder die waren Schüler, Seminare. Anscheinend ist der Lieblingshebel von euch so zwischen 10 und 15. Ja, gut, deswegen nenne ich meistens zwei. Einen, der ein bisschen schärfer ist und dann einen hier, in diesem Fall mit 12,5. Den hier, das ist der Put, 37.209. Damit sind wir oberhalb, jetzt hole ich es mal hier auf die Seite ein bisschen näher ran, das All-Time-Highs. Das ist das hier. Reicht ja die Linie, wenn ich die zeige. Das ist das All-Time-High. Das All-Time-High war am
31. Nee, im 3.1.22. 36.942. Der liegt also ganz kurz dahinter. Da war auch immerhin ein Hebel von 17,5. Eigentlich ist das die richtige Option, wenn man direkt Short gehen will. Ja, also viel näher würde ich nicht dran geben. Ich habe aber einen zu Übungszwecken jetzt, Vorsicht, nur zum Anschauen mal reingelegt. Ja. Dass ihr vielleicht auch mal lernt, wie sich die Hebel dann wirklich auswirken, wenn das ein größerer Hebel ist. Hier bin ich bei 17,5, hier bin ich bei 95. Das ist keine Empfehlung, es ist nur zum Anschauen. Packt ihn euch mal auf die Watchlist, weil eigentlich ist diese Option auch richtig. 35.516 liegt hinter diesem Shootingstar. Ein Shootingstar hat den großen Vorteil, dass er gibt ein Verkaufssignal, aber sofort den Stop. Und der liegt hier relativ nah dran. Das war bei 33, ne, wo war denn das jetzt hier? Moment, jetzt muss ich das Ding hier mal reinholen. Hier, da an dem Tag. Das war bei 35.360. Ja, warum soll ich dann... der hat immer noch einen Abstand von 150 Punkten, fast 160, zu dem All-Time High, zu dem Hoch, was wir da neulich hatten, am Donnerstag. Warum soll ich mir hier oben einsuchen, irgendwo bei, was weiß ich, 36.000 oder sowas? Weil wenn er dann durchgeht, dann zieht er auch weiter. So kann ich mich relativ schnell automatisch durch den Stopp knocken lassen. Aber das ist keine Empfehlung. Ich mache so Dinger, ja, ich stehe auf sowas. Ja, ich brauche das Bitzel. Aber das ist keine Empfehlung. Aber schaut es euch mal an, legt ihn auf die Watchlist, schaut ihn euch an. Mir gefallen so Dinger, ich mag das. So, und jetzt schauen wir uns mal den Stanpur an. So, und das ist jetzt der Stanpur 500 auf Monatssicht. Auf Monatssicht ist er nach wie vor noch okay. Hier in Ordnung über die Trendfolge, modern, traditionell, weiterhin positiv, ohne Verkaufssignal in der Stochastik. Wir haben... eine schöne Bewegung hinter uns. Ist ja nicht so viel gestiegen wie Nasdaq, aber mehr als Dow Jones. Hier liegt das obere Band in der Nähe des All-Time-Highs. Ja, das ist bei 4.735. Sind wir also auch, wir handeln jetzt momentan hier bei 4.500, wo sind das? 4.533. Bei 4.735 liegt das obere Band. Aber auf Monatssicht ist der noch in Ordnung. Gucken wir mal auf die Woche. Ja, da wird es jetzt auch schon, der ist seit Wochen schon überkauft. Da sind wir hier, wann ist denn das? Am 10.04., schon seit Monaten. Neutral über das MACD, noch positiv oder ohne Signalwirkung, Gebung vom Oszillator her. Hier gefällt mir nicht, dass wir auch hier einen Shootingstar haben. Ansband dran und dann wieder rein. Also nicht drüber, sondern Ansband dran und sich dann davon noch ein bisschen verabschiedet. Das darf mir auf Wochensicht nicht so sehr gefallen. Das sieht mir ein bisschen nach Atmen aus. Bei dem Tageschart gab es eine andere Kerze. Das war am Mittwoch. Was ist ein Doji? Ein Doji ist auch ein klassisches Umkehrsignal. Ja? Ähnlich wie ein Shootingstar, ähnlich wie ein Hammer. In diesem Fall ein negatives. Aber wenn wir das überbieten, der Hochpunkt von diesem Tag war bei 4.578,43, dann ist er weiter frei bis zu dieser grauen Linie. Und diese graue Linie kommt von hier. Das ist vom 29.03.22. Ja. Das wäre dann die Möglichkeit. Was dagegen spricht, dass der Stanpur da hochgeht, ist ein Verkaufssignal über die moderne Sichtweise im MACD. Das Nasdaq ist auch kurz davor, der Dow noch nicht. Ja, vergleicht's mal. Und hier, da reicht nur ein Tag unverändert und dann hagelt mir hier ein Verkaufssignal rein über den Oszillator. Also auch hier muss ich damit rechnen, dass wir mal die 20-Tage-Linie aufsuchen. Die ist bei 4.452. Das ist nicht so viel. Das sind 80 Punkte, das sind 2%. Aber dann würden wir auch dieses Gap hier wahrscheinlich, ja, das würden wir dann auch schließen. Dieser Bereich hier um die vom 16.06., da war das hoch bei 4.448, verbindet sich auch hier mit der 20-Tage-Linie. Das hat so schon so ein bisschen Signalwirkung. Also von allen drei genannten Indizes gefällt mir der Dow dahingehend am besten, dass er am stabilsten liegt. Ich meine, Nasdaq und Stanpur sollten ein bisschen atmen. Ich habe diese Scheine mitgebracht.
Wenn Sie mal geatmet haben, also in diesem Fall muss ich sagen, wenn der Stanpur 500 mal geatmet hat, 4276, das liegt unterhalb des Bandes. Und das ist für mich auch ganz wichtig, weil wir sind hier, das muss ich mal rausnehmen, hier bei 4326, das war hier, sind wir durch, hoch, nochmal runter, back to breakout und von da aus hoch. Deswegen ist diese Linie sehr wichtig, zumal sie sich auch in etwa mit dem unteren Bollinger Band verbindet. So, komm her. 4276, der liegt hier unten drunter. Das ist für den Fall, dass wir wirklich mal hier runtergehen, dann sofort auf die Watchlist und gucken, wann ein gegenteiliges, ein positives Signal auftritt. Der Put ist ein 4723er. Da sind wir noch weiter hier oben, noch hinter dieser eben gezeigten Linie. 4723 hat aber dennoch einen 23er Hebel. Man kann tiefer gehen. Man kann hinter diesen Doji gehen, beziehungsweise hinter die 4650, aber da war ich gleich beim 35er Hebel und das ist ja das, was ihr nicht so wollt. Also deswegen, der Put ist für mich momentan interessanter, 4723. Nochmal, den Dow finde ich am stabilsten, Nasdaq und Stanpur meine ich, dass sie mal einfach nur ein bisschen ausatmen. Also jetzt, ich bin hier nicht der Perma-Bär, um Gottes Willen, ja, aber die sollen einfach mal ein bisschen ausatmen. Damit wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bye, bye.